12 Jahre war ich nicht dort. Familie. Du kannst sie nicht ausstehen, oder? Nein. Es kommt vor, dass man mit Leuten verwandt ist und nicht fühlt, dass sie einem nahestehen. Und die man verlässt. Freiwillig. 12 Jahre lang. Und dann die Idee eines gemeinsamen Essens. Um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Zu sagen, wie viel Zeit noch bleibt. Und seitdem nichts. Mit meiner Mutter, ja, manchmal. Meine Schwester kenne ich kaum. Sie war 10, als ich weg bin. Und meine Schwägerin. Sie soll charmant sein. Und dann mein Bruder. Aber warum habe ich Angst vor ihnen? Es könnte schön werden wie in den Romanen, wo alles gut ausgeht. Wir würden uns am Ende mögen. Wir würden über dumme Sachen lachen. Die Augen verschließen vor Fehlern. Oder sie würden mir Vorwürfe machen. Mir nichts verzeihen. Sie würden weinen und schreien wie in sinnlosen Fernsehserien. Geheimnisse, Tränen, Vorwürfe. Aber was würden sie tun, wenn ich ihnen sage, dass ich nicht mehr wiederkomme? Endgültig. Und damit ihre Erinnerung zerstöre. Was wird passieren? Ich bring dich um! Es ist nicht vorhersehbar. Und dennoch, es ist nur ein Familienessen. Es ist nicht das Ende der Welt.